aber ich komme jetzt überhaupt nicht mehr. Ich bin da. Da so ein bisschen, ne? Aber so ein bisschen, aber dreht sich auch wieder weg. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Heute gibt es wieder ein Schwangerschafts-Update. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, deswegen dachten wir uns, hey, nach dem Umzug haben wir wieder Zeit. Und jetzt gibt es ein Update. Genau, Jenny ist jetzt in der 30. Schwangerschaftswoche. Das heißt, 75% der Schwangerschaft hat sie durch. Und ja, Schatz, wie geht es dir? Mir geht's gut. Eigentlich. In den größten Teil zumindest. Ich habe nur hier und da so kleine Beschwerden, die jetzt so langsam auftauchen, wie ich kann, aber das habe ich jetzt schon ein bisschen länger, ich kann nicht mehr so richtig normal essen, weil mein Bauch gefühlt immer dann schon hier, ich esse so ein bisschen und es ist dann schon mal hier. So, das heißt, ich muss echt jetzt anfangen mit diesen kleinen Portionen, das, was ich immer dachte, weil ich sollte es mal tun, muss ich jetzt tun, weil es geht nicht mehr an, sonst kommt das Essen hier oben wieder raus. Dann schlafen ist gerade super ätzend. Ich schlafe sehr unruhig, ich kann kaum liegen, ich weiß nicht mehr, wie ich liegen soll. Ich meine, die Frauen, die schwanger sind, die können das verstehen, die wissen das noch nicht. Aber langsam wird es echt ungemütlich und ich glaube auch Marco hat da seine Beschwerden jetzt mittlerweile durch mich. Es ist sehr, sehr unruhig nachts, sage ich mal so. Ja. Sie bewegt sich durchgehend, manchmal macht sie laute Geräusche. Ja, und dementsprechend ist meine Nacht auch immer relativ kurz. Irgendwie seitdem wache ich grundsätzlich einmal nachts auf und habe so 1 bis 2 Stunden, wo ich einfach wach bin. So zwischen 4 und 6 meistens. Dann darf ich mich immer zudecken wieder, weil ich mich aktuell immer komplett von meiner Decke befreie und die irgendwo hinschmeiße und dann immer morgens sagt, es ist aber kalt. Ich weiß auch nicht warum. Genau. Was wir heute noch haben, ist der Arztbesuch und da werden wir die Kamera auch gleich mitnehmen und euch mal mit reinnehmen. Wir hoffen halt, genau, wir hoffen halt, dass Marco wie sonst auch mit darf, weil es ein Ultraschalltermin ist und ja, dann muss Marco immer so lange vor der Tür warten, bis irgendwie ja, ein Teil der Untersuchung durch ist, Blutabnahme und so weiter und darf dann halt immer reinkommen, wenn das losgeht mit dem Ultraschall, dann wird er reingerufen extra, muss aber auch vor der Praxis warten so lange. Genau, und was wir nach dem Arztbesuch noch machen ist, wir wollten noch mal nach Babyklamotten schauen. Das werden wir dann auch noch mal machen. Aber erstmal, Schatz, wie sind diese 30 Wochen, das ist ja schon voll viel Zeit so, für dich jetzt so verlaufen? Also für mich gefühlt ist es bei dir eine relativ unkomplizierte Schwangerschaft. Du machst noch Sport, du machst halt deine Yoga-Übungen, du dehnst dich, du bist aktiv, wir gehen viele Schritte draußen, wir sind viel unterwegs. Dementsprechend so manchmal hast du halt ein Rückenproblem oder mal ein Ziehen im Bauch oder so. Aber das Einzige, was ich schon seit Beginn eigentlich habe, sind so Steißbeinschmerzen auf der rechten Seite. Immer noch auf der rechten Seite. Aber wie gesagt, ich probiere mit Sport entgegenzuwirken. Und ich weiß gar nicht, die 30 Wochen, irgendwie ist die Zeit super schnell vergangen. Man denkt am Anfang, oh Gott, das geht ja gar nicht. Wie soll man denn 40 Wochen irgendwie da eine Schwangerschaft durchziehen? Und jetzt sind wir bei, ja, wie du sagst, 75%. Ist fast durch das Ganze. Wir haben jetzt noch 18. November, ja, und knapp ein bisschen mehr als 2 Monate. Und dann sind wir schon zu dritt. Krass, wie schnell das geht, ne? Extrem. Also man fühlt auch schon, wie er sich die ganze Zeit bewegt. So, also er tritt. Aktives Baby. Richtig aktiv. Also wirklich, wirklich sehr aktiv. Und ich lege dann auch manchmal vorsichtig meinen Kopf so auf den Bauch und höre mal einfach. Und dann merke ich halt so richtig, wie die Bewegung da ist. So, und immer so. Richtig witzig. Ja, also es ist schon krass. Man kann sich halt aber jetzt irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, wie das ist, weil es ist einfach so. Das ist irgendwas in meinem Bauch. Du bist du und irgendwas ist in deinem Bauch. Ich finde es selber immer noch total gruselig mit anzusehen. Ich weiß nicht, manche Frauen finden das so schön schwanger. Also ich bin immer der Meinung, ich freue mich auf das Ende der Schwangerschaft. Der Kleine darf endlich rauskommen, bitte. Also klar, zeitgerecht und erst in 2 Monaten, aber die 2 Monate können gerne schnell rumgehen. Ich finde es auch immer noch gruselig, wenn ich da so auf den Bauch gucke und dann sehe ich so, wenn ich so mache.
Und dann kommt da so ein. So. Und immer so. Im ganzen Bauch. Und das Bein. Sieht schon komisch aus. Schon wieder. Ja, tritt schon wieder. Daueraktiv. Da liegt er. Wir freuen uns auf jeden Fall auf unseren Sohn und auf das, was dann kommt. Und Schwangerschaft ist halt für Jenny eher so schwierig und problematisch, weil sie halt einfach ein sehr aktiver Mensch ist und gerne in Bewegung ist und ungern eingeschränkt wird in ihre Bewegung. Und das ist jetzt halt gerade der Fall. Aber nichtsdestotrotz, das hat ja nichts mit dem Baby zu tun. So, wir freuen uns auf das Baby. Und die Tatsache jetzt, dass es gerade halt körperlich ein bisschen schwierig ist. Jetzt wird gefrühstückt und dann geht es los zum Arzt. So Schatz, gleich geht's zum Frauenarzt. Wie geht's dir? Ich habe heute das erste Mal so gar keinen Bock auf Frauenarzt. Also sonst finde ich es immer super interessant, aber heute weiß ich, was mich da erwartet und deswegen will ich nicht hin. Und zwar brauche ich so eine blöde Spritze. Weil ich eine bestimmte Blutgruppe habe. Deswegen, diese Spritze bekommen auch nur ganz wenige Schwangere. Das ist nur, wenn man irgendwie rhesusnegativ ist. Und das ist dieser Faktor, den ich auch habe. Und weil es sonst dazu kommen kann, wenn das Baby eine andere Blutgruppe hat, dass sich das Blut gegenseitig abstößt, muss ich heute diese Spritze kriegen. Und ich habe von den Mädels, die ich kenne, die auch hatten, weil die auch die Blutgruppe haben, gehört, dass das die unangenehmste Sache sein soll. Ich habe gar keinen Bock darauf. Nein. Blut abnehmen ist mir egal, ne? Sollen sie machen. Aber Spritze ist scheiße. Aber beides ist Spritze. Vielleicht sage ich hinterher, okay, war gar nicht so schlimm, aber jetzt denke ich es auch nicht. Achso, ja. Sportlich das Füßchen da am Hinterkopf, aber ich kann jetzt auch nicht mehr. Ich kann da. Da ist ein bisschen, ne? So ein bisschen, aber dreht sich auch wieder weg. Das ist die Augenhöhle, ne? Das ist irgendwie von der Seite. Das merke ich gerade gar nicht an der Seite. Also ich merke gar nicht so. So, ich sitze jetzt hier das allererste Mal beim CTG und darf hier jetzt 20 Minuten lang warten und gucken, was der Kleine hier so tut auf dem Bildschirm. Ich erkenne da nicht wirklich viel. Wir gucken jetzt nochmal noch ein bisschen nach Babyklamotten. Mhm. Und ich glaube, ich habe was gefunden. Guck mal, das hier ist doch richtig so 90s. So. Und dann nur noch so machen und so, zack, zack. Oh je. Ja, aber findest du nicht? Ist okay. Ein bisschen auf Jeans-Look. Ja, und allgemein haben die gerade nicht mehr so schöne Sachen. Die hatten mal schönere Sachen. Moment, nicht so cool. Oh, und was hast du da gefunden? Wenn ich wüsste, würde ich das nehmen. Aber da mag ich auch, finde ich nur das vordere süß. Das hintere finde ich so ein bisschen nicht so cool. Ja, das wäre so das. Wir müssen noch mal weiter gucken, glaube ich. Ja, der Laden ist hier nicht so gut, ne? Nee, leider nein. Ich habe nachgelassen. Spider-Man? Voll groß, ey. Ja, Mann. Ciao.
So, jetzt sind wir wieder hier beim Shoppen. Ja, gab es irgendwie nichts für uns dieses Mal. Wir dachten so, ey komm, da gibt es bestimmt was Cooles. Einerseits sind wir froh, dass wir jetzt nichts gekauft haben, weil wenn es nichts Tolles gibt, dann, ja, dann geben wir auch kein Geld dafür aus, wenn da nichts ist, was uns nicht gefällt. Zum anderen trotzdem denkt man so, oh schade, ich hätte doch gern was mitgenommen. Dann kommen wir zum Thema Doktor. Und zwar durfte ich nicht mit rein zur Frauenärztin, was mich voll mega nervt. Also ja, ich habe ein bisschen Verständnis für diese ganze Situation, die gerade besteht und hier Gefahr, bla bla bla. Aber nichtsdestotrotz möchte man als werdender Vater solche Momente gerne miterleben. Und das wird mir einfach komplett genommen. Ich finde auch, das ist ein deswegen Unterschied. Deswegen bin ich halt ein bisschen genervt, was das betrifft. Und finde es halt auch einfach mega schade, weil man halt woanders hört, dass es woanders geht. So, und bei uns jetzt halt nicht. So, deswegen, ja, keine Ahnung, was ich groß dazu sagen soll. Ich kann nur sagen, es ist nervig. Und ich würde mir wünschen, dass ich solche Momente gerne miterleben könnte. Ein weiteres Ding, wovor wir auch noch so ein bisschen Sorge haben, ist die Krankenhauswahl. Wir haben uns entschieden für ein Krankenhaus, aber Stand heute kann keiner zu 100% sagen, ob Marco bei der Geburt dabei sein darf oder nicht. Wir gehen davon aus, dass es so sein wird, aber wir haben jetzt gerade von dem Krankenhaus, von dem wir eigentlich dachten, dass man auch komplett Besuchszeit hat danach, klar, die Stunde und so am Tag, dass das alles geht, das wurde mir vor 2 Wochen noch bestätigt. Und jetzt haben wir gerade persönlich einen Fall gehabt aus dem Freundeskreis. Da hat die Frau entbunden gerade vor 2 Tagen in diesem Krankenhaus und der Vater durfte dabei sein bei der Geburt, aber anschließend gar kein Besuchsrecht mehr. So, und man weiß halt nicht, wie sich die Lage verändert in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn es gut läuft für uns, dann ist alles schick, dann darf Marco mit reinkommen, dann darf er hinterher mich besuchen. Wenn es doof läuft, ja, dann läuft es kacke. So. Ich lasse mir das nicht nehmen. Also ich bin so oder so bei der Geburt dabei. Und wenn sie mich dann... Also sollen sie versuchen, mich rauszuschmeißen. Ich komm mit rein. Sollen sie es versuchen? Ich habe diese Spritze, die ich kriegen sollte, vor der ich so ein bisschen mich gefürchtet habe. Ich meine, ist nur vielleicht ein kleiner Pieks und Blut abnehmen macht mir auch nichts. Ich weiß nicht, warum ich mich da so anstelle. Habe ich heute nicht bekommen. Die bekommt man nämlich, wenn man einer bestimmten Blutgruppe angehörig ist. Das bin ich, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ich damals auch Blut gespendet habe und das immer da drin stand und die meinten, hey, deine Blutgruppe ist so selten, komm bitte, bitte immer wieder. Aber da ich den Pass verloren habe und es nicht schwarz auf weiß bestätigt ist, wollen die beim Frauenarzt jetzt nochmal ein Blutbild machen und da wird jetzt getestet, welche Blutgruppe ich wirklich bin. Das heißt, die Spritze passiert, verschiebt sich um 2 Wochen. Ja. Aber Leute, teilt gerne auch eure Erfahrungen, vielleicht auch zu dem Thema mit uns. Wie habt ihr das erlebt oder seid ihr auch gerade in der gleichen Phase? Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns darüber, wenn ihr unsere Videos schaut, wenn ihr sie liked, wenn ihr kommentiert. Und danke, danke, danke. Dankeschön.